Korallenriffe reagieren äußerst sensibel auf unterschiedliche Faktoren. Davon können Dr. Guido Westhoff, Leiter des Tropenaquariums, und seine Mitarbeiter ein Lied singen. Wir haben hier über 60 Korallenarten, über 60 Fischarten. Es ist gleichzeitig auch die Biotopanlage mit den meisten Tierarten im ganzen Tierpark Hagenbeck. Das ist ein Ausschnitt aus dem Indopazifik. Wir sind hier also in einem tropischen Gebiet und wir sind sehr stolz auf diese vielseitige Korallenwelt. Dafür wird der hohe Pflegeaufwand gern in Kauf genommen. Bis zu zweimal wöchentlich geht ein Taucher in das 58.000 Liter fassende Becken und reinigt die Korallen. Im Meer übernehmen starke Strömungen und Wellengang diese Reinigung. Sie ist notwendig, damit die Korallen nicht durch Algenbewuchs erstickt werden. Das ist absolut eng. Wir wollen ja, dass das ganze Korallenbecken mit Korallen bewachsen ist. Aber die mögen es nicht so sehr, wenn sie berührt werden. Dann brechen sie sofort ab. Ihr Kalkskelett ist sehr, sehr empfindlich. Und Flossen, die hätte man nicht so unter Kontrolle, dass man hier zwischen den Korallen rumtauchen könnte. Viel zu wenig Platz, also keine Flossen. Und die Flasche muss auch draußen bleiben. Damit die Korallen gut gedeihen, brauchen sie das richtige Licht. Helligkeit allein reicht nicht. Eine computergesteuerte Anlage mit insgesamt 20.000 Watt starken Spezialstrahlern simuliert das Sonnenlicht. Also hier an den Schaltaktoren oder an den sogenannten Mäusekino haben wir die Möglichkeit, unsere ganzen Lampen, die wir beim Korallenbecken haben, einzeln zu schalten. Drüsen, die sich mit Hilfe eines Computerprogramms in jeder Minute anders bewegen, simulieren die Meeresströmungen. Dann haben wir natürlich die Technik hinter den Kulissen, die Wasseraufbereitung anbelangt. Das ist ein ganzer Raum für sich mit Abschäumern und Sandfiltern, Biofiltern und Kalkreaktoren. Und wir haben natürlich noch einen Technikbereich, der um die Wasserqualität sich dreht, wo wir permanent messen, wie gut ist eigentlich unsere Wasserqualität, wo wir die ganzen Inhaltsstoffe kontrollieren können. Die Filteranlage reinigt zweimal pro Stunde das gesamte Wasser. Sie filtert nicht nur unerwünschte Algen, sondern auch die Kleinstlarven der Korallen aus dem Wasser. Für das Wachstum von Steinkorallen, den wichtigsten Baumeistern eines Riffs, sind verschiedene Elemente wie Calcium und Magnesium sowie Spurenelemente wie Zink und Eisen notwendig. Diese werden dem gefilterten Wasser mithilfe von Kalkreaktoren zugeführt. Die Vermehrung der Korallen geschieht durch Ableger, die in der Korallenkinderstube heranwachsen. Korallen sind Tiere, was sie von den Pflanzen ganz einfach unterscheidet. Sie haben ein Larvenstadium, das hat eine Pflanze nicht. Und sie betreiben zwar auch Photosynthese wie eine Pflanze, aber sie können sich also sexuell und asexuell vermehren. Aber Korallen sind ganz wichtig für unsere Erde, weil sie Riffbauer sind. Das sind hier hauptsächlich Steinkorallen, das heißt, sie haben ein festes, steinartiges Skelett, das besteht aus Kalk. Und diesen Kalk, den bauen sie auf. Und der macht unsere großen Riffe. Daraus sind die Inseln entstanden, wie zum Beispiel Malediven oder auch die riesigen Barriereriffe, wie zum Beispiel das Barrier-Riff in Australien. Wenn wir diese Riffe nicht hätten, dann wären viele Bereiche am Land ungeschützt. Und zudem sind diese Korallenriffe Kinderstube für viele, viele Fischarten, Schutzraum und einfach eine Artenvielfalt, die zu vergleichen ist mit Regenwäldern. Die Vielfalt des Korallenriffs und seiner Bewohner ist nicht nur hübsch anzusehen. Die Korallen dienen auch als Botschafter dieses ganz besonderen Lebensraums.